Und natürlich einen Bogenmacher. Ganz ehrlich, wisst ihr was? Guckt mal, wie viel Abstand zwischen meinem Holzfäller und dem Schafen ist. Und mein Jäger, der wohnt eh in dem Haus. Ja, machen wir es unsere Wolle selber. Da brauchen wir nämlich schon mal nicht übermäßig mehr viel Schuhe, sondern wirklich nur noch Geschirr. Und ja, bin ich immer wieder froh, dass die Gegner da bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wobei ich mich frage, warum die hier Zelte haben. Eine Bogenschützerei passt hier gut hin. Und ja, eine Schäferhütte. Ach, die ist ja oben beim Jäger. Genau, meh. Gut. Da hat unser einer Bauarbeiter eine ganze Weile zu tun. Aber in der Zeit kriegen wir auch Gold zusammen. Hoffe ich jedenfalls mal. Weil unser zweiter Bauarbeiter ist halt mit anderen Sachen beschäftigt. Also ja, unsere Goldproduktionsenklave funktioniert. Zwar nicht autark, weil ich sie vom von der Hauptbasis versorgen muss, aber das musste ich ja bis jetzt immer. Dem Klumpen habe ich auch immer noch mehr als genug. Oh, er baut jetzt die Rüstungsschmiede. Sehr gut. Gerade nichts machen kannst, bist du mal Aushilfsbauarbeiter. Und baust lieber die Schwertschmiede. Okay, wir können die Nahrung wieder hochschrauben.
Ich habe aber wirklich so das Gefühl, dass die Kämpfe gegen die Mayas jetzt ziemlich heftig werden können, wenn sie Meister-Bogenschützen und Meister-Speerkämpfer haben. Was ich nicht sehe, sind Meister-Schwertkämpfer. Ah doch, nee, halt, habe ich mich verguckt. Das sind Speerkämpfer. Erfahrung kann trainiert werden. Also das Zelt steht schon lange leer. Hey, die ersten Goldbarren werden eingelagert. Yippie. Und irgendwann kann ich dann anfangen, Eisenwerkzeug zu handeln. Eisenwerkzeug und vielleicht noch Geschirr. Auch wenn das hier Wucher ist, zwei Eisenwerkzeuge gegen ein Gold. Nee, Ja. du bau bitte den da. Gut, du machst so lange weiter Eisenwerkzeuge, bis du ein neues Werkzeug hast. Dich trainieren. Ja, da ist mal wieder einer müde und am Verhungern. So, Schwertschmiede ist fertig. Nein. Schäferhütte als nächstes. Gut, da dein Eisenwerkzeug noch etwas dauern könnte, machst du jetzt erstmal den Rüstungsschmied.
Eisenerz sieht noch okay aus. So, Bogenschnitzerei. Ist auch fertig. Das heißt, Sven baut wieder Straßen. Und du wirst nachher Schäfer, sobald du deine Schäferhütte gebaut hast. So, da ist gleich die Schäferhütte fertig. Und du kannst Schäfer werden. So, letzte große Baumaßnahme ist jetzt die Kaserne. Inklusive zwei Familienhaus. Und Anbindung ans Wegenetz. So, ich hoffe mal, dass wir dafür noch genug Steine zusammenkriegen. Ja, Jägerzelt steht schon eine Weile leer, aber wir können den Jäger nichts mehr produzieren lassen. Du suchst etwas Gesellschaft, hm?